Frankie plus Malloy gleich Captain Jack, heute hier zu Gast bei NBC Giga. Kuba heißt ein kubanisches Restaurant, das ist ein origineller Name für ein originelles Unternehmen. Ein ganz leckeres kubanisches Rezept, bitte. Sag mal, ich habe von Mojito gehört. Gehört ja, aber ich weiß nicht, was ich denn da. Das ist ein Getränk, der Hemingway schon mal getrunken hat, in Kuba, in der Bodeguita de Medios, das ist halt direkt in Havanna. Mojito, man nimmt ganz frische Limetten. Mhm, Limetten. Limettensaft. Ja. Ja. Und ganz frische Limetten, aber bitte das ganze Sache, nicht klein Puddelzeug. Nein. Okay. Die große Pflanze Limetten. Mhm. Und nimmt man Cuba Libre. Ja. Das Alkohol. Ja. Rein, alles ja. Zusammen. Mhm. Man macht ungefähr so viel Cuba Libre rein, dann ein bisschen Limettensaft und jetzt kommt der Trick. Der mehr diese Limettenpflanze da rein gemacht wird, ja. Der mehr nach Limetten schmeckt. Das viele Leute wissen das gar nicht. Ja. Und das schmeckt total lecker. Oh, aber wunderbar. Ich muss sagen, ich bin nicht Alkoholtrinker. Ja. Ich habe es mal probiert, aber ich trinke keinen Alkohol. Aber du kochst auch selbst da in deinem Restaurant? Ah, leider nicht, weil sonst würden die Leute nicht kommen. Aber es kommen viele berühmte Leute, ne? Gerade gestern hast du Besuch gehabt. Ja, gestern war Ariel von No Mercy da. Das Singles von No Mercy waren bei mir gewesen. Ich kenne die Jungs auch von Miami, also wir gehen in Miami auch kubanisches Essen. Aber gestern haben wir jede Menge Spaß gehabt. Ein paar Jungs von Frank Zeiden waren auch da gewesen und wir haben so richtiges Gas gegeben gestern. Klasse. Manoj, is he always like that? Is he always laughing and talking that quickly? That's normal for him. Really? Really. Is it not too difficult to be with him when he's always like that? At first, right? I was like, who's this guy? But then after that, you know, she saw my muscles. Yeah. Oh, I see. Okay. Am FKK-Strand mit dir. Also nach der FKK war nur Spaß. Also ich wollte, ich habe es nicht nackt gesehen. Yeah. So. Do you go out with him? Are you friends? Are you kind of friends or only colleagues? Colleagues. No friends. You know. What do you mean by friends? Friends, that means you go out together, you do things together, you spend your spare time. Well, you know, I mean, we do work, but this is our friendship, so we are friends. I mean, yeah. I have a little baby boy at home, and she's seen my little baby, he's 8 months old. So yeah. She saw that. He's a killer, right? Guapo. Is he a good father? Yes, I think so. Oh. Yes. And how about you? Do you have children? No, not yet, but I would like to have one. How many? Okay, let's go. Stop. How many? A band. 5-piece band. Okay. You and me gonna have a long time in FKK. Do you have already found the man for this band? No? Not yet. Okay. Werbung nehmen wir hier bei Giga entgegen. Ihr könnt uns gerne mailen. Captain Jack in dieser Stunde hier zu Gast. Das ist verrückt. Ist das aufregend. Eigentlich müssten wir uns alle jetzt mal kurz in den Arm nehmen und juhu schreien, denn jetzt in diesem Moment beginnt die 555. Stunde NBC Giga und das am 5.5. Lauter Fünfen, das sind nur zwei, das sind Captain Jack und damit herzlich willkommen zu unserer kleinen Jubiläumsstunde hier. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Frankie und Malloy. Yes, Malloy. Malloy, you're the new one. Shall we talk in German or English? I prefer English. Okay, I forgot to ask, sorry. Where is Liza? Frankie? Lisa hat sich selbstständig gemacht, sie macht eine Solo-Karriere. Mm-hmm. Und seit Lisa das gemacht hat, haben wir dann ziemlich lang suchen muss man eine neue Sängerin. Und Malloy haben wir aus 40 verschiedenen Singern rausgesucht. Sie kommen aus den Philippinen and she's got a great voice. Oh. Und wir wünschen Lisa immer noch toi, aber ich bin auch sehr zufrieden. Sehr stolz und zufrieden auf Malloy. Malloy, how was it, this kind of casting, this kind of competition when you were chosen? What was it like? I was very excited and I didn't expect to be chosen actually. I was just one day sitting at home and then I just got this call. Really? Oh, great. Okay, my life's changed now. What did you do? What did you have to do? What did you sing? I had to sing almost all the songs of Captain Jack. And look sexy. And look sexy. Always sexy. Emma. That has to be there, okay? But it was okay. Yes, it was I suppose. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay.
Als ich gehört habe, dass ihr zu uns zu Gast kommt, habe ich mich natürlich sehr gefreut und habe im Internet gleich gesucht, aber ich habe irgendwie außer dieser kleinen Seite, die ihr hier im Hintergrund seht, www.captainjack.de, irgendwie nicht so viel gefunden. Ist da noch irgendwas in Planung an Internetseiten? Ja, richtig. Also in Planung gibt es verschiedene Sachen. Das gibt eine Captain Jack von unserer neuen... excuse me, because I'm a little bit excited. Ich habe nicht so schöne Frauen sehen, weil ich immer so sehr nervös. Entschuldigung. Yeah. Ich bin ein Rotengesicht geworden gerade. Nein, es gibt eine neue Planung, weil der neue LP ist gerade fertig. Wir haben Dreamer Dream, der jetzt auf dem Markt ist. Yeah. Und bei der Internet kommt die ganze neue Sache von Captain Jack. Wow, mit Malloy, mit vielen Fotos wahrscheinlich, ne? Richtig. Yeah. Are you used to surf on the internet, Malloy? Oh no, I'm a computer idiot. Really? I don't know anything about computers actually, but I plan to. Yes, so we make a professional out of you today. Okay. Und wie ist das mit dir, Frankie? Also ich habe einen Computer zu Hause, aber ich habe leider nicht viel Zeit, weil ich habe nicht so viel unterwegs. Ich habe gerade auch ein kubanisches Restaurant aufgebaut. Ich bin in Kuba geboren. Mm, yo hablo español. Esto es para la gente. Giga so international, richtig? Ja. Y la gente que habla español por allá. La gente que habla español, los latinos. Ich entlocke dir nachher noch ein paar Rezepte. Also da kann ich verstehen, dass du nicht so viel Zeit hast. Aber ihr werdet heute hier chatten. Schon mal gemacht? Gechattet? Ich habe schon mal gechattet. Das finde ich sehr cool. Ja? Das ist auf jeden Fall die Zukunft. Das, was ihr bei Giga machen, finde ich aber klasse. Ja? Ja. The future is you and you and you. Mm-hmm. Okay. The chatting will be the first time for you too. It's the first time. Yes, yeah. I hope you have a lot of fun, yes, by chatting. Okay. Und ihr könnt jetzt im Prinzip schon in den Chat kommen und eure Fragen stellen, denn gleich findet ihr Captain Jack dort unter giga.de.